E-Learning ist eine unrentable finanzielle Belastung. Diesen Mythos haben wir schon ein paar Mal gehört, quasi E-Learning sind zu teuer. Mehr dazu nach dem Intro. Hallo, mein Name ist Andreas Rinhofer und ich bin Geschäftsführer der Firma Innovativ. Bei der Innovativ betreiben wir die E-Learning-Plattform Spedifort, wo wir eine Branchenlösung für Spedition und Logistik rund um das Thema E-Learning geschaffen haben und um das Thema Arbeitssicherheitsunterweisungen. Wir werden quasi oft quasi ja, mit dem Mythos konfrontiert, E-Learning ist zu teuer. Nein, ist es überhaupt nicht. Dass es günstiger ist als wie eine Präsenzschulung, glaube ich, ist jedem klar. Vor allem, wenn man dann rechnet, man muss da hinkommen, man muss alle Leute hindisponieren, man braucht einen Trainer, man braucht einen Raum, man braucht was zu essen und die Zeit quasi, die dabei verloren geht. Darüber hinaus ist es zum Beispiel bei uns möglich, mittlerweile ab 100 Euro startet das Ganze, bei 14 Euro pro User. Und je nach Thema geht es bis 2,66 Euro pro User runter. Und so können Sie quasi auf ganz viele E-Learnings schon zugreifen oder auf verschiedene Themen und dann quasi ab Startpreis 100 Euro monatlich mit E-Learning starten. Das ist sogar günstiger, als wie wenn Sie quasi ein kostenloses Tool nehmen würden. Denn wer haltet das ganze Zeug aktuell? Wer recherchiert, ob das richtig ist? Korrektur lesen, dann überhaupt Bildrechte, Filmrechte, wer wartet die Plattform, DSGVO, Löschkonzept, Zertifizierungen und. Deswegen sage ich, ist E-Learning sehr, sehr machbar. Je nach Themen, wenn ich sage, ich investiere zwischen 14 Euro und 2,66 Euro pro Mitarbeiter pro Monat, ist das vermutlich nicht so viel. Vor allem, wenn ich mir denke, was kann ich mir damit ersparen? Thema Arbeitssicherheitsunterweisungen, leidiges Thema, vor allem auch immer Einschulen von neuen Mitarbeitern, weil oft spielt man hier mit gefährlichem Halbwissen einfach nur stille Post und dann nach 10 Jahren fragt man sich, warum machst du das so? Und dann heißt es, das habe ich immer schon so gemacht, das wurde mir so gezeigt. Oder ich erinnere mich da immer gern bei uns in der Auftragserfassung, wo ich früher gearbeitet habe, ist in dem Feld E-Mail-Adresse bei der Ladestelle öfter die Öffnungszeiten drin gestanden, als wie tatsächlich die E-Mail-Adresse. Und das sind halt so Sachen, die sich dann aufbauen und so kann ich gleichbleibend mit E-Learning gleichbleibende Qualität in der Wissensvermittlung schaffen und bin somit am Tagesende günstiger, sogar aus wie wenn ich nichts machen würde oder wenn ich ein kostenloses Tool bekomme. Deswegen ist E-Learning eine der sinnvollsten Investitionen, die man tätigen kann, auch wenn man das auf den ersten Blick so nicht glaubt. Aber die Folgeerscheinungen davon sind enorm und das hören wir auch täglich in den Feedbackgesprächen mit unseren Kunden. Wenn Sie dazu Fragen haben oder gerne auch dazu diskutieren wollen, verwenden Sie die Kommentarfunktion. Wenn Sie der Report interessiert mit den weiteren Mythen, finden Sie unten in der Beschreibung den Link und Sie können sich den Report herunterladen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, Ihr Andreas Rinhofer.